Wie findest du eigentlich die Simpsons mittlerweile so? Bist du auch so der Verfechter, der sagt, das ist richtig scheiße geworden? Oder sagst du so, naja, gibt es noch ab und zu ein paar Folgen, die man sich mal angucken kann? Ich habe die letzten zwei Staffeln nicht gesehen, aber es war so durchwachsen. Und teilweise ist es so, es ist klar, dass es sich verändern muss, wenn es popkulturelle Anspielung machen will, aber die sind momentan teilweise so. Die Simpsons Hochzeit war so. Staffel 2 bis 10 so, wahrscheinlich oder so, ne? Ja. Ja. Ja, das ist halt, ich sag mal so. Wobei ich sagen muss, ich habe die mal letztens von vorne angefangen und war entsetzt darüber, wie deprimierend eigentlich die erste Staffel ist. Da will sich ja Homer in jeder zweiten Folge umbringen. Ja. Weil war andere Zeit, ne? Ich weiß. Ja, man weiß ja, endet es ja so, dass Homer sich umbringt, man weiß es nicht. Nee, also, ich sag mal, das hast du ja bei jeder Serie irgendwie. Ich meine, guck dir mal sowas wie Family Guy, American Dad an und so. Das, ich sag mal, ist halt, diese Friendorization ist ja nicht umsonst ein Begriff, der gerade mit sowas in Verbindung gebracht wird, ne? Also, ich kann mich, glaube ich, bei Simpsons war so für mich die schlimmste Folge, an die ich mich erinnern kann. Echt eine. Also ich habe jetzt nichts gegen die Künstlerin Lady Gaga, ne? Also ich mag die eigentlich sogar, aber es gab mal eine Folge, wo die irgendwie nach Springfield gekommen ist. Und das war momentan einfach nur eine einzige Marketing-Folge, wo alle gesagt haben, oh, du bist so geil, Lady Gaga, wir lieben dich alle. Und selbst Lisa, was gar nicht zu dieser Figur passt, ist total auf Lady Gaga abgegangen und wollte von ihr sozusagen lernen, wie man ein Gaga-Fan wird, weißt du? Und das, ich dachte mir so, oh, ja, das hat sich so unangenehm angefühlt, so richtig, so schleimerisch, so, da war irgendwie kein cleverer Kommentar dahinter, das war einfach nur, ja, Marketing und zeigen hier toll, wie toll die Figur ist oder wie toll die Person ist, weißt du? Okay, ich schaue mir erstmal alles an. Ja. Mikrofon mal platzieren, so, Brunnen untersuchen. Dieser Brunnen wurde unserer Gründungsmutter gewidmet. Sie kam in einer rosa schimmernden Galeone hier an. Wenn du Greenbeard schon für furchterregend hältst, hast du das noch nicht gesehen. Kannst du da irgendwie das Wasser, naja, daraus trinken wahrscheinlich nicht oder so? Das hebe ich ganz bestimmt nicht hoch. Aber wir können uns dann merken, da ist ein Brunnen mit Wasser. Vielleicht müssen wir später was mixen, weißt du? Ich erinnere mich noch, was wir hier als Kinder gemacht haben. Wollen wir das wissen? Was? Ich will es gar nicht wissen. Aber hast du gehört, vielleicht müssen wir später irgendwie ein Gefäß mit Wasser füllen, falls wir wirklich rummixen sollen oder so. Tüte mit Minze. Wir müssen hundertprozentig was machen, oder? Minztüte so. Das ich denke mal, dass wir irgendwie damit, wie in Tales of Monkey Island oder in vielen Spielen, damit irgendwie das zum Sprudeln bringen müssen. Ja. Oder warte mal. Die bewahre ich mir für jemand Besonderes auf. Oh. Okay. Aber Obststand kannst du auch was klauen bestimmt, oder? Nein, euer gnädige Hoheit. Ich finde es übrigens immer lustig, dass er da immer steht, berühren. Also ich stelle mir wirklich vor, wer durch die Gegend läuft und alles nur so antippt. Und hey, das dann Papa Doc, sehr erregend findet. Kokosnüsse aus Wuju Island. Von der Plantage der Akademie? Da steht, hergestellt durch Queen Zimbi Incorporated. Unglaublich. Ich habe Jahre damit verbracht, die Marke aufzubauen. Dafür wird sie bezahlen. Kannst du in dem Busch da, neben dem Brunnen links... Links von dem Brunnen sind da Beeren, die du... Nee, kannst du nicht, okay. Nee. Bogenförmiges Fenster. Aber sieht echt hübsch aus hier, wirklich. Also hier beobachten die lustigen Witwen, wie die Seeleute an Land gehen. Ah ja, das sind die alten Frauen, die sich immer aus dem Fenster hängen, ne? Am besten noch so die Brüste über... aus dem Fenster baumeln lassen. Kennst du die so, die alten die Frauen, die nichts anderes zu tun haben, ganz da außer aus dem Fenster zu schauen, ja. Hobbys. Ja, jeder braucht Hobbys. Schau dir den hohen Balkon an. Schau mal, Jane, wie groß die Stadt ist. Wow, 2 Stockwerke. Mir wird gleich schwindelig. Ja, mir auch, also. Hohes Fenster. Hier warten die jungen Bräute auf die Heimkehr ihrer Seemänner. Zumindest haben wir das als Kinder gedacht. Ja, in Wirklichkeit sind es nur alte Frauen. Die auf die Seemänner warten. Kran, das ist ja eine Chance. Rad am Kran, Hafen. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht aufnehmen, oder? Ja, also zumindest. Damit startet man den Kran. Kann ich das benutzen? Das kann nur schief gehen, wenn ich mich als Hafenarbeiter versuche. Okay.
Kannst du die Palme neben dem Rad links? Der irgendwie sieht der Stamm so komisch aus. Nee. Mm-mm. Siehst du, was ich meine? Der sieht irgendwie so sonderbar aus, als ob der irgendwie so hervorstechen würde. Der hat doch eine andere Farbe als die anderen. Ja, aber war nix, ne? Hm. Nee. Der Kran, auf dem mein Dad mich gerne gesehen hätte. Er wollte alles, außer dass ich Koch werde. Du bist mehr Koch als jeder andere, den ich kenne. Nicht nur vom Umfang her. Ja, ja, du kannst aufhören. Okay, jetzt haben wir keinen Unsuchtziel bekommen. Flaschenzug. Da hinten konntest du lang gehen, oder? Das war das so, oder? Das Jane für mich gestohlen hat. Das wird Greenbeard nicht aufhalten. Ich brauche eine Flotte. Vielleicht kann ich die Takelage verwenden. Kann ich das nehmen? Ein Seil wäre nicht schlecht, aber der Rest ist nutzlos. Okay. Oh. Ja gut, nee, hier lang geht's auch wieder zur Kneipe. Das überkam er gerade, oder? Ja, Kneipe wird das schon sein, da hast du recht. Da sollen wir uns wirklich mal ganz genau umgucken, weil das ist jetzt dieses Boot zum Beispiel, fand ich nicht, dass das jetzt besonders hervorgestochen ist, oder? Nee, überhaupt nicht. Also da müssen wir wirklich mal ganz genau gucken. Weil meistens ist es so, dass die Sachen, mit denen du interagieren kannst, dass die halt auch mit in diese 3D-Grafik sind und nicht einfach so 2D-Objekte, die zur Hintergrundgrafik gehören. Ja, bei Monkey Island hat man es ja immer gesehen, bei Monkey Island 4. Kannst du die Ringe da irgendwie oder das Gitter da unten gar nichts? Kanalisation. Ein stabiles Gitter, das in die Kanalisation führt. Ja, kann aber jetzt warte mal ganz. Eure Hoheit? Oh. Entschuldigung. Oh, ja. Ja, super, ist doch super jetzt. Na gut, das haben wir aber schon durch. Ja, das hatten wir schon. Aber wir wissen, wir können sie wieder beschwören, oder? Die Winde mit dir sein, Bluebelly. Ja. Also war gerade nicht irgendwie die Rede von der Kanalisation? Vielleicht müssen wir wirklich die Gitter da aufbrechen oder so, ich weiß ja nicht. In die Kanalisation gehen. Okay, machen wir mal. Oh, das geheime Untergrundgefängnis. Vielleicht ist es in der Kanalisation. Um dort durchzukommen, muss ich ein Geist sein. Tja, das würde ich auch mal so direkt auf die Straße legen, weißt du? Interessant. Ja, stell dir mal vor, was macht denn jetzt, wenn da jetzt jemand vorbeikommt und die Leiche wegräumt? Da haben wir ein Problem, oder? Okay, ich bin gespannt. Aber wir sind schon mal weitergekommen, einfach durch jetzt. Rumprobieren. Okay. Hat der eine Schwanzprothese? Ja, der hat eine Schwanzprothese und dann noch Fußprothese, also Pfotenprothesen. Der besteht eigentlich fast nur aus Prothese, der Hund, ja. Ein Hund mit Holzbeinen. Er hat Metallfeilen im Maul und eine Nachricht an seinem Halsband. Mal sehen, was für eine Nachricht in seinem Halsband steckt. In der Nachricht heißt es, Redback konnte den Schlüssel nicht finden, aber ich schicke dir Roy mit ein paar nützlichen Werkzeugen. Mit den Pfeilen kannst du entkommen. Dann können wir Swillbottom überfallen und das Geld aus dem Rumpfverkauf teilen. Komm her, du räudiger Köter. Redback ist schon längst tot. Oh, der Typ da hinten ist gelitten, aber auch völlig, ne? Unfall. Das alte Mauerwerk ist einfach auf ihn drauf. Gib mir jetzt die Pfeilen. Er war dein Herrchen, weiß ich doch, du Köter. Aber er war mein bester Kumpel, dein alter Herr. Redback. Und jetzt rück das Werkzeug raus, du räudige Flohkiste. Der hat sich echt Mühe gegeben bei der Synchronisation. Gib mir die Pfeile. Mhm. Was haben wir da? Aber wir kriegen es auch noch nicht raus. Also der lässt es noch nicht los, die Pfeile scheinbar. Ja, geh mal mit dem da hinten auf den Sack mit seinem Rumgepfeife da. Wenn das überhaupt geht, als Geist. Er kann mich nicht hören, aber er weiß als einziger, wo der Rum ist. Hä, wer ist denn das? Warum weiß ich, dass das der Einzige ist? Einer der Schmuggler. Er hat Bill Gay aus der anderen Zelle umgebracht. Er ist verrückt geworden. Irgendjemand glotzt mich an. Ah, der hat ihn da umgebracht. Recht. Oh, der ist tot. Der unglücklich, der ist allerdings unglücklich, wenn er tot ist. Das kann ich mir vorstellen, ne? Das ist Bill Gay Redback, der Schwarzhändler, der meinem Dad noch 30 Fässer rumschuldet. Sein Kopf steckt zwischen dem Mauerwerk fest.
Was geht hier ab, ey? Was? Brutal. Ich rede nicht mit Trantüten. Hat der irgendwas so eine Hand oder so? So. Nee. Keine Chance. Den fasse ich nicht an. Denk nicht mal drüber nach. Vergiss es, Blödsack. Hä? Hä? Okay, warum? Okay. Ich heb ja schon diesen widerlichen, stinkenden, faulenden Körper hoch. Okay, wir haben jetzt einfach mal den. Okay. Warte mal, haben wir jetzt den Kopf im Inventar oder ist das die ganze Leiche? Wo haben wir uns der Körper? Der ganze Körper. Körper von Bill Gay Redback. Ekelhaft. Da möchte ich nicht mehr dran denken. Tja, die Frage ist, was soll man damit machen? Ihm das zeigen hier, dem anderen Schmuggler, ist auch Quatsch, oder? Das ist Swillbottom Bob, einer der Schmuggler. Er hat Bill Gay aus der anderen Zelle umgebracht. Er ist verrückt geworden. Irgendjemand glotzt mich an. Na, was ich mir jetzt halt vorstellen könnte, wir sind ein Geist. Könnte man nicht den Körper mit dem Swillbottom verwenden? So nach dem Motto, dass wir den so als, so, weißt du, so schweben lassen oder irgendwie sowas, ja? Dass er sich vielleicht erschreckt. Ja. Oder mit dem Hund, damit der Hund uns das Werkzeug gibt. Ja, probier mal beides. Ich probier erstmal mit ihm hier. Ich hab es fast. Jetzt bloß nicht aufgeben. Nee. Dann eben mit dem Hund. Nur er hat das gesagt, hat das jetzt der. Okay. Ja, aber war schon mal richtig. Das dachte ich mir, nehme ich, ja. Hey, komm her. Ein bisschen makaber, das Rätsel. Ja, ja. Genau so. Jetzt lass es fallen. Geh nach Hause. Finde ich aber witzig irgendwie. Ja, aber war trotzdem, man konnte drauf kommen. Ich meine. Ich muss sagen, das gefällt mir zum Beispiel. Das ist übrigens das gleiche. Erlebt. Nach all dem. Tut mir leid, Kumpel. Ich wollte dich nicht töten. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich dich nie wieder hintergehen. Ich nicht. Bild von den Pfeilen, das hatten wir übrigens schon mal gehabt, ne? Also das ist genau das gleiche Bild wie. Ja, genau dasselbe. Okay, ich gehe erstmal hier lang und schau mal an, was es hier sonst so gibt. Aber ich muss sagen, ich mag das irgendwie, so dass du diese Geisterrätsel hast, wo du wirklich so Sachen machst oder machen kannst, die logischerweise nur Geister machen, ne? Wie irgendwelche Gegenstände durch die Gegend fliegen lassen oder. Ne, das ist. Finde ich gut. Also. Ja. Also dafür, dass es immer heißt, von wegen das Spiel hat richtig komische Rätsel, also bis jetzt finde ich das alles ziemlich gut nachvollziehbar, ne? Viel besser als Monkey Island 3. 4. 4. Oh, oh, oh. Jetzt hast du aber was gesagt. Ist wahrscheinlich beim letzten Erdbeben zusammengekracht. Oh, hier geht's weiter. Was also wegen Monkey Island 3 lässt er natürlich streiten. Ne? Also ich glaube da. Muss nicht aufgeben. Ich liebe ja, Monkey Island 3. Ich wollte gerade sagen, Monkey Island 3 ist, glaube ich, da kommt nichts ran. Da kommt das Spiel auch nicht ran, wollen wir ehrlich sein. Also es ist ein super Spiel, komm, also Monkey Island 3 ist wirklich Premium. Okay. Ja, versuch doch mal hier rauszukriegen, vielleicht hilft er uns ja dann. Wenn er jetzt die Pfeilen bekommt, wird er einfach weglaufen. Ja, vielleicht muss noch einer drüber ziehen oder vielleicht muss ich ihn fesseln mit dem Seil. Schnitzerei? In sowas stecken Katzen ihre gefangenen Vögel. Es gab wohl ein paar Aasgeier, die für Gerechtigkeit gesorgt haben. Hast du gehört? Kannst du mal versuchen mit dem Seil? Du hast so ein Seil im Inventar. Ich probier's mal. Kannst das muss nicht zusammengebunden werden. Ach so, na gut, das hätte ihn zumindest davon abgehalten, wegzurennen, ne? So. Gitterstäbe. Ja, aber die Frage ist natürlich, warum so das. Swillbottom sollte lieber dankbar sein, wenn sein untoter Kumpel Redback sie hier herausholt. Sonst muss ich ihn wohl ein wenig Wuju spüren lassen. Das dauert wohl eine Weile. Okay, verstehe aber jetzt nicht ganz, warum wir den jetzt befreien. Also. Ich auch nicht. Kann weil weitergehen. Oh nein, was willst du? Ich schwöre bei der Ehre meiner Mutter, ich mache es wieder gut, dass ich dich umgebracht habe. Perfekt. Ich muss den Alkohol finden. Warte mal, jetzt mal einen Schritt nach dem anderen. Warte mal, ich verstehe jetzt nicht, warum haben wir jetzt das Gefängnis
ja, geöffnet. Also warum war das notwendig? Also damit er sich jetzt erschreckt und denkt, oh, er kommt jetzt für ihn oder also er kommt jetzt, um ihn irgendwie zu bestrafen oder was? Aber das, dafür hätten wir doch gar nicht das auffallen müssen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder? Entschuldigung, ich kapiere es auch nicht, weil der sieht uns ja auch, ohne dass wir da das Ding... Ich kapiere es nicht. Werden wir noch sehen. Ja, was ist das jetzt hier? Kannst du verschiedene Optionen auswählen. Wahrscheinlich Bewegungen, die ich damit darstellen kann. Ja. Ja, probier mal das. Das sieht doch nett aus, das zweite. Oder das. Ah, okay, eine Reihenfolge. Ja, du musst eine Geschichte erzählen, die Sinn ergibt wahrscheinlich. Du bietest jemanden den Alkohol an. Das ist die Frau da. Und dafür kriegst du wahrscheinlich Schätze, oder? Oder Reichtum. Irgendwie so. Ja. Hm. Kannst du erstmal machen. Das ist echt schon ein makaber, ey, meine Fresse. Ich habe nichts verstanden. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir, ich sag mal so, hat er jetzt bei allen drei Sachen gleich reagiert? Da hat er irgendwo eine Bewegung dazu gemacht. Vielleicht müssen wir einfach nur, probier jetzt mal andere Sachen aus, die du jetzt noch nicht hattest. Jetzt mal ganz random würde ich mal machen. Ich mach das Fragezeichen mal. Ja, vielleicht reagiert er ja anders. Vielleicht können wir anhand seiner Körperreaktion feststellen, was richtig ist, ne? Rum. Trinken. Okay, was hat er jetzt mal? Okay, hier winkt er so ein bisschen ab. Ja, gut, aber er hat beim ersten eine andere. Gibt es hier nicht auch diese dicken Hunde mit dem Rum um den Hals? Oder braucht man dafür Schnee? Also beim ersten hat er aber anders reagiert. Da hat er nicht so abgewunken wie gerade eben. Das heißt, ich würde mal das erste schon so lassen, was du da genommen hast. Hat sie das genommen? Beim ersten Mal jetzt? War das mit den Ratten da? Da hat doch ja was. Das würde ich mal nehmen. Und dann vielleicht das letzte? Hat sie das schon? Das letzte hatte ich eben. Ah. Das erste hat sie auch. Oder nee, noch nicht. Nee, ich hatte den Schatz. Ich habe mich drauf geachtet, dann nimm das. Alles gut. So, jetzt gucken wir mal, wie er reagiert. Gut, er winkt ab, das also nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das stimmt. Er winkt wieder ab. Hier nickt er, siehst du? Das letzte hat er verstanden. Verstehe. Siehst du? Verstehe, das letzte hat er verstanden. Also beim ersten, was hat man das so mit dem Fragezeichen, oder? Also wo er das erste Mal genickt hat. Glaube ich. So, das ist schon mal richtig. Fragezeichen. So, was hatten wir noch nicht? Das mit den Kumpels, Piratenkumpels hat man, glaube ich, noch nicht. Nehmen wir das hier mal. Ja, nehmen wir das. Und beim dritten Mal, was hat sie da jetzt? Das war Trinken. Ja. Was hast du? Nee, also eben hatte ich das hier. Genau. Und das, da hat er ja auch so, also da hat er ja auch so ja genickt. Ne? Das hat er jetzt nicht verneint, das hat er ja... Okay. Also würde ich zumindest verstehen, das Rätsel. Deswegen würde ich das mal nehmen und dann kannst du mal sehen, wie er darauf reagiert. Siehst du, ja, er sagt ja. Da sagt er wieder nein, also ist das mittlere falsch. Und letztens sagt er auch ja, siehst du? Hey, das ist unser Rum. Unser. Du und ich. Wahre Freunde. Warum sollte ich dich umbringen? Das heißt, im Mittelteil müssen wir noch auswechseln und der Rest ist dann richtig. Also. Fragezeichen. Was war das eben? Fragezeichen? So, du müsstest ja, das zweite müsste jetzt richtig sein. Das hatten wir noch nicht, oder? Der Pirat, der auf sich zeigt. Der Rest hatten wir schon. Und, ja, und dann die wieder Flasche. Ja, müsste jetzt stimmen eigentlich. Also ist jetzt... Rum? Das ist unser Rum, Alter. Der liegt sicher im Versteck. Keine Sorge. Okay, wo ist das Versteck? Ah, okay, nochmal. Ja, aber wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Also... Gut, also ich denke mal jetzt irgendwie logisch, da wir müssen da irgendwas durchprobieren, also irgendwas logisch rauskriegen. Oh, es wird immer mehr jetzt. Jetzt kommen schon vier Sachen, die wir rausfinden müssen.
Merk dir am besten oder schreib dir mal am besten mal auf, oder ich weiß nicht, kannst du das merken, was du nimmst, oder? Ach du Kacke. Alter Falter. Na, es ist ja eigentlich nur durchprobieren. So. Das erste ist falsch. Zweites auch falsch. Drittes auch falsch. Würde ich erstmal so interpretieren. Alles falsch, was du gewählt hast. Ich habe nichts verstanden. Siehste, nichts verstanden. So, dann müssen wir jetzt wirklich mal merken, was. So, was hast du als erstes gerade genommen? Was waren das? Mit den zwei Jungs da links, ne? Oder? Ja. Was hast du gerade? Dann nehmen wir ja, den singenden Pirat. Gehen wir einfach mal durch jetzt, so zwei, was wir jetzt einfach nicht hatten. Ich würde sagen, wir gehen einfach von links nach rechts, so, da sind wir wenigstens nicht verwirrt. Deswegen nehmen wir das hier. Dann nimmst du das ganz links. Geh einfach mal durch, so. Die Karte hast du auch noch nicht, die erste? Ganz links, oder? Nee. Dann nimm die. Und dann nimm noch den Schuppen da ganz links. Dass wir einfach mal die Sachen von links nach rechts durchgehen. Das ist jetzt eigentlich. Wir können ja nur gucken, wie der reagiert. So. Falsch. Ja. Falsch. Alles falsch, was immer. Auch falsch. Nee, alles falsch, siehst du? Ich hab nicht. Fast. Versuch's nochmal. Nein, nicht fast. War alles falsch. Okay, also. Das hatten wir noch nicht. Genau. Das hatten wir noch nicht. Den dritten hatten wir noch nicht, genau. Das ist ja wahrscheinlich er selbst hier. Das hatten wir noch nicht. Ah, das Fragezeichen hatte ich schon und das hatte ich auch schon. Okay, Machen wir das hier. Und dann die Burg, oder hat sie die schon? Nee. Das und das hatte ich. Okay, na dann. Burg. Also nee. Auch nein. Hä? Werde ich das ja jetzt. Dass das Rätsel jetzt anders funktioniert. Doch, aber jeder sagt wieder ja. Das dritte ist also richtig. Okay, nur das dritte ist richtig. Langsam kapiere ich. Gut, das dritte, was hast du da genommen? Das war. Ja, gut, wissen wir ja, das war das dritte. Das heißt, hier muss das vierte sein. Das hatten wir jetzt noch nicht gehabt, ne? Mhm. Das vierte. Dann das da. Das da. Richtig. Jetzt das dritte, das hat ja gestimmt, da hat er das bejaht. Und dann muss es hier das sein. Ja. Also ja, muss das stimmen. Ja, es ist jetzt, wenn das so eine lange Animation ist, dann haben wir es richtig. Jetzt verstehe ich dich. Ich werde die Koordinaten unseres geheimen Verstecks nicht preisgeben. Der Rum gehört allein mir. Ei, was willst du dagegen machen? Ich soll dieser mistigen Made mal ein bisschen Angst einjagen. Oh. Okay, ja, dann mach einfach alles durch. Das ist jetzt von links nach rechts. Sonst, eins. Sind jetzt nur zwei. Ah, es sind nur zwei. Oh, siehst du, das zweite stimmt sogar schon. Erschießen? Sie würde direkt in den Himmel gehen und den Zorn Gottes auf dich richten. Oh, Katze. Huch. Hallo, bin ich noch da? Ja, ich höre dich noch. Okay, weil die Katze ist gerade quer über die Tastatur gelaufen. Deswegen wollte ich nur sicher gehen, dass jetzt, dass jetzt nichts verstellt wurde. Das erste hat ja gestimmt gerade. Nur das war das zweite, was gestimmt hat. Meine das zweite Mutter hat gestimmt. Ausweiden? Willst du mich total auf die Palme bringen? Ich hätte dich schon eher töten sollen. Okay, also das zweite hat gestimmt jetzt, ne? Mhm. Das erste war nicht korrekt. Die Mutter in die Luft jagen, aber was ist das jetzt hier? Ach, Katze. Sie hochjagen? Du kennst sie, seit du 7 warst.
Das ist doch Schwachsinn. Also wahrscheinlich nicht die Mutter, oder? Und die Mutter beleidigen. Oh ja, die ultimative Beleidigung, wo wir bei Monkey Island 4 wären. Ne? Das ist wahrscheinlich wirklich... Ja, es ist wirklich die Mutter beleidigen. Mit meiner Mutter sprechen? Nein, das würdest du nicht wagen. Das würde ihr das Herz brechen. Okay, okay, ich verrate es dir. Der Rum liegt unter der alten Schrotmühle, drüben am Wasserfall. Na, siehste, mein Charme ist auch schon. Grandios, wir sind so klug. K-L-U-K. Ja, genau. Du meinst K-L-U-C-K. Das Feuer setzt so gleich den Rum in Brand. Ich muss es löschen. Aber wie? Ey, wer sind die jetzt? Wo sind wir jetzt? Ja, scheinbar kämpfen die jetzt um den Rum, aber hä, wo sind wir jetzt und wer sind die? Wahrscheinlich sind wir direkt dahin gegangen, wo das versteckt war. Ja, ich frage mich trotzdem, wer die sind. Ich dachte, das wäre ein Versteck gewesen. Oder kennen die sich da alle aus? Schmuggler. Beide wollen unseren Rum stehlen. Er ist ziemlich schießwütig. Ist das so schlau, jetzt hier mit Rum zu schießen? Hm. Meine Katze hat mich gerade angesabbert. Das ist... kenn ich. Ja, so, wenn sie sich richtig entspannen, weißt du, dann merkst du nur so einen Tropfen, der da vom Maul runter tropft, da weißt du schon, ja. Mhm. Ist immer schön, wirklich. Das ist wirklich... Wahrscheinlich müssen wir irgendwie den Wasserlauf ändern, oder? Geh erstmal zum Feuer, Ausrufezeichen. Kannst du da irgendwas machen? Wenn diese Posten anfangen zu brennen, bricht die ganze Mühle zusammen. Ja, die Frage ist natürlich, wie kannst du das Wasser mit Feuer sprechen? Das ist ja auch lustig. Das kann ich nicht berühren. Verflucht seien diese Hände. Hey, Feuer, du bist ganz schön heiß, weißt du das? Ja, oh, Feuer, du und ich. Lass uns durchbrennen. Ich würde lieber mit Jane quatschen. Okay, interessante Wendung. Du willst mit Jane quatschen. Mhm. Cool, erstmal, was du noch alles so anwählen kannst. Ich meine, kannst du die Wasserräder. Ist einfach Feuer auf Feuer? Nee. Das Feuer setzt gleich den Rum in Brand. Und das ist auch noch der gute Piratenrum. Der beste der ganzen Insel. Oh, du nimmst einfach das Boot und schwimmst weg. Das wäre natürlich lustig, wenn es so einfach wäre. Voll bis oben hin mit unserem Rum. Ich könnte damit davon segeln, aber es wird nicht alle Fässer aus der Mühle fassen können. Und ich muss sie alle retten. Immer der Reihe nach. Das Versteck darf nicht explodieren. Hm. Kannst du noch nach rechts gehen? Also die Planke da entlang geht nicht. Du kannst nur wieder da hoch. Wenn ich da wieder die Treppe hoch, dann kommen wir wieder raus. Ich kann nicht. Ich muss den Rum retten. Da hinten ist eine Kiste, sehe ich gerade. Eine Schatzkiste. Weiter rechts. Ja. Ah. Die Schatzkiste von Bill Gay Ratpack. Ich bin reich. Was ist da drin? Also ich muss sie mal ein bisschen verschieben. Ich würde sagen, teilweise fällt es mir so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was wirklich passiert. Weißt du das? Also weißt du, wir waren jetzt irgendwie in der Kaisation, haben da irgendeinen Typen getroffen, der hat uns jetzt hierher geführt und... Nicht schon wieder. Ja, irgendwie. Also der Kampf war jetzt gerade ein bisschen extrem. Ja. Also ich glaube, die Ideen sind da, ich glaube, deswegen verstehen wir die Story auch so schlecht, weißt du, dass manchmal ist der Cut so sehr scharf, weißt du, und das ist dann, manchmal fehlen so die Übergänge, dass man es ein bisschen besser nachvollziehen kann, glaube ich, ne? Ich glaube, vielleicht ist da teilweise einfach, hat da das Budget gefehlt für zusätzliche Zwischensequenzen oder sonst was. Das kann gut sein. Ja, aber die hätte es, glaube ich, an manchen Stellen echt gebraucht, weil so ist es halt... Mhm. Aber es macht trotzdem Spaß, ich will mich ja jetzt nicht beschweren. Es ist kein Monkey Island 4. Schon wieder. Kannst damit reden, mit der Kiste da aufknabbern. Geht wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben sie jetzt verschoben, das muss ja irgendwas gebracht haben jetzt, ne? Nee, er ist zwar der bessere Schütze, aber er braucht ein richtiges Ziel. Guck mal in der Inventar. Nee, du hast nur das Seil und dann... Das muss nicht zusammen. Nee, das kann es ja nicht sein. Das Seil haben wir ja sozusagen als zusätzlichen Gegenstand irgendwo ergab. Und wenn wir nicht wegkommen, dann wäre das ja sozusagen dann Dead End. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst hier einbauen, weißt du? Schwere Mehlsäcke waren da gerade. Links, unter, da war es gerade, hoch,